Da, wir sind da. Es ist schon relativ spät und wir sind jetzt erst in der Mine angekommen. Juhu, anstatt mal morgens hinzugehen, gehe ich jetzt immer nachts, oder wie? Ich habe mal diese Potato Parsley, die wir bekommen haben, unten in den Tab reingenommen. Das sind nur 3 Stück, die werden wir dann zuerst verbrauchen. Mal gucken, wie lang die... Oh, die heilen richtig gut. Ich habe nur gesehen, hier in der Info, die sind fast Potatoes gewürzt mit Parsley, okay. Ich habe nur gesehen, die sind fast nichts wert, aber dass die gut heilen, wusste ich nicht. Das war jetzt ein bisschen verschwendet, naja. Hui. So, diesmal lasse ich hier vorne die Erze außer Acht. Ich werde mal versuchen, ob ich gleich den Durchgang finde. La 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 la. Die Höhlenfolge beginnt ja hier. Ja, das ist alles Salz und Kupfer. Hui. Aber noch haben wir mehr als genug zu essen. 9-mal Suppe, 35-mal Tee. Also, wir sind bestens versorgt. Pilze bauen wir jetzt selber an. Ich gehe jetzt mal so weit, es geht nach hinten. Und versuche mal einen neuen Abschnitt zu finden. Vielleicht sogar den Stein. Wir müssten, glaube ich, links rum. Da war ein Durchgang mit einem grünen Streifen an der Wand. Das hier ist es aber nicht. Warte mal, hier geht's auch noch weiter. Doch, hier. Schaut mal, wir haben es gleich gefunden. Ich bin mal gespannt, ob hier Erze schon nachgespawnt sind. Hier hinten waren wir nämlich schon. Lauf, 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 mein lieber Jäger, lauf. Oh, Stalagmiten und Stalaktiten. Wer sich jetzt fragt, was das ist, das sind die Steindinger, die von der Decke hängen und die Steindinger, die von unten nach oben ragen. Ja, genau, hier waren wir schon. Pilze können wir ja mal mitnehmen. Hier ist der nächste Brunnen. Ich will endlich mal nach hinten. Wir haben ja nur noch 2-3 Stunden. Da. Können wir uns da... Nein. Wir können uns nicht vorbeischummeln. Dann auf. Ah, ist langweilig, nicht wahr? Ich schneide das mal für euch ein bisschen raus. Moment. Und 10, 9, 8, 7... 6. Okay, schneller. Potato Parsley ist ja richtig cool. Ich hoffe mal, wir kriegen das Rezept. Sehr gut. Hier gibt es schon die ersten wertvollen Sachen. Gibt mal alles her. Grüßfass. Grüßpras, tanzen. Hairy Fade Wood ist bestimmt versteinertes Holz. La 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 la. Wir kommen hierher. Ich hoffe, hier geht's weiter. Ah, da ist der nächste Stein, toll. Super. Gut, dass man hier so durchgängig durchkommt. Mann. Will man einmal die ganze Höhle looten und dann muss man sich hier alle 10 Sekunden mit irgendwelchen Monstersteinen auseinandersetzen. Also das nächste, was wir über Goldlevel brauchen, ist definitiv die Spitzhacke. Es dauert ja immer ewig. So, um euch nochmal einen Gefallen zu tun, werde ich das jetzt mal für euch überspringen. Bis gleich. So, jetzt wieder Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 und wusch.
Waren gar nicht mehr 10. Und die nächste Schatzabteilung. Denn wir warten schon so lange auf den richtigen Schatz. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Nimm alles mit, was du kriegen kannst und gib nichts, bitte nichts davon wieder her. Ah, grün ist immer so die kleine Hoffnung. Nein, das sind nur Emeralds. Das hier ein bisschen Uran. Ja, Uran, super. Aus Uran die Spitzhacke ist schon deutlich besser als Gold. Da hat man dann mehr Spaß mit. Allerdings, ihr wisst ja, dass man immer mehrere Barren braucht. Und auch mehrere Erze, um überhaupt mal einen Barren zu kriegen. Das waren, glaube ich, immer 4, ne? Hab schon wieder vergessen. So. Und wupp. Trink mal noch ein bisschen Tee. Und weiter geht's. Nimmt alles mit. Oh, es ist schon wieder so spät. Später kann man die Schlafenszeit mit Kaffee hinauszögern. Im Moment ist er noch ein bisschen teuer zum Kaufen und wir haben noch keine Mühle. Oh, super, nicht mehr Uran. Und der nächste Stein. Ach Gott, ey, ich will mehr Scherze. Mehr Scherze. Mehr Sprachübung für richtige Aussprache tun. Oh nein, nicht schon wieder. Gut, diesmal müsst ihr durch. Diesmal schneide ich es nicht raus. Ihr müsst mal sehen, wie lange das mit dieser blöden Spitzhacke dauert. Was habe ich hier eigentlich dabei? 4-mal Uran, das wäre wieder ein einziges Erz. Oh Mann. Also in dem Tempo müssen wir noch mindestens 3-mal in die Höhle, um genug Uran zu finden. So, dann ist mal was. Ich muss echt noch mal gucken, welche Lebensmittel und ob wir sowas überhaupt haben. Ob irgendwas einen Boost gibt auf Mining. Müsste ja eigentlich. Ich meine, wenn es andere Boosts gibt, wird der Entwickler ja nicht ausgerechnet das hier auslassen, oder? Ich will das schneller, ich will das besser, ich will das ordentlich machen. So, ich brauche Zeug, also gib her. Ich brauche aber kein Prenit. Bitte komm, mach noch mal so 2-3 Mal Uran brauche ich schon. Komm. Was gesehen. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich da noch Kekse mit. Oh, das erste, das wir nicht mitnehmen können. Hm. 115. Okay, dann schmeiße ich lieber die Blumen weg. Obwohl, warum nehme ich eigentlich die Pilze mit? Die habe ich doch schon. Das hier sind neue Pilze, Glühpilze, die sind viel cooler. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Honig kriegen wir immer wieder neu, aber damit können wir Honigfisch machen. Mann, was schmeiße ich denn raus? Suppe wäre auch ganz schön doof. Die hier ist fast kaputt. Die bringt aber auch noch 140. Komm, Zeug, geh weg. Ich habe keinen Platz mehr, das heißt, ich verlasse jetzt auch die Höhle. Oh Gott, es ist schon wieder mega spät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen da lang. Du kippst mir jetzt nicht um, richtig? Deine Energie ist noch halb voll. Das schaffst du doch, oder? Manchmal wäre es mir lieber, man könnte hier vorne auch noch eine Bushaltestelle bauen.
Immer dieser Riesenumweg zum Museum ist doch doof. Ja, ich weiß, normalerweise müsste man morgens meinen gehen und dann am frühen Abend hier vorne mal vorbeigucken, um zu schauen, ob man noch was spenden kann, aber. Wir fahren jetzt mal nach Hause und ich beende hier mal diese Folge. Ich kann ja nicht jede so lang machen. Dann schimpft nachher mein Süßer mit mir, weil er alles hochladen muss. Deswegen, ob wir es rechtzeitig nach Hause schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis gleich, ciao, ciao.